genau. Es ist irgendwie immer so ein bisschen schwer, nach dem Film irgendwie wieder zur Sprache zu finden, finde ich. Fangen wir mal ganz einfach an. Vielleicht, dass wir uns irgendwie, dass ja, wir euch erstmal begrüßen. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir hatten schon ein bisschen Angst, dass wir hier nämlich alleine sitzen. Genau. Also Sarita ist da vom Kulturkosmos, Line, Andrea, Lenny vom Kalkutta. Philipp ist mit Teil der Doku-Crew. Vielleicht muss man auch dazu sagen, also Philipp ist Kameramann. Ich habe mal Regie studiert, aber das ist bei diesem Projekt nicht so richtig zum Tragen gekommen, weil es ein sehr basisdemokratischer Schnittprozess war, mit viel Anstrengung verbunden. Ich habe auch gerade gemerkt, dass noch eine komplette Szene im Film fehlte. Pardon. Genau. Wir haben ein paar Fragen in petto, aber wir können sozusagen eigentlich damit anfangen, dass wir erstmal Fragen stellen und sobald Fragen von euch da sind, gerne Hand heben. Genau, vielleicht irgendwie, ich starte mal mit dir, Lenny. Also Lenny ist in der Kalkutta-Crew gewesen. Immer noch? Nö, immer noch. Immer noch. Ich bin jetzt so Elder Statesman von der Kalkutta-Crew. Okay, alles klar. Was mich total interessieren würde, ist, du bist ja sozusagen Crew-Mitglied, bist seit Jahren beim Kulturkosmos. Und mich würde interessieren, wie bist du eigentlich zum Kulturkosmos gekommen und sozusagen, wie läuft diese Arbeit? Aber ich glaube, ganz viele wissen das gar nicht. Was sind eigentlich die Crews? Wie funktioniert das? Wie kann man diese Zusammenarbeit beschreiben? Was ist das Positive, was ist vielleicht auch das Schwierige? Also da gibt es, glaube ich, auch keinen... Geht da was? Hört ihr mich? Das klingt okay. Wahnsinnig leise, ne? Ja. Also ich glaube, da gibt es auch keinen Weg, den da irgendjemand irgendwie als Regel oder als Weg aufzeichnen kann, der dann irgendwie gegangen werden kann. Bei mir war es halt so, ich war recht früh dabei hier. Und das war halt genau mein Fall. Ich habe im LKW gewohnt und dann war ich irgendwie halt einfach einen Monat vor dem Festival hier, habe mitgeholfen und dann irgendwie hat man die Leute kennengelernt und dann war man irgendwie Crew und dann waren wir halt selber als Gruppe auch so weit, dass dann halt irgendwann mal als irgendwie so ein Freiraum entstanden ist, weil irgendeine Gruppe, die da irgendwie halt einen Space betrieben hat, irgendwo anders hingegangen ist, waren wir dann quasi die Nachfolger. Also der Kalkutta hat ja quasi den ehemaligen Space von der Bar 25, von den Bachstelzen dann quasi übernommen. Aber das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Also die eine Geschichte ist meine Geschichte mit dem Kulturkosmos. Das ist halt einfach Dasein, Mitspielen. Das kam ja auch in dieser Dokumentation ein paar Mal raus. Das ist so dieses Ehrenamtliche, diese Begeisterung, die du halt irgendwie am Anfang einfach mitbringst. Und dann bist du halt dabei und machst und tust und machst es nicht dafür, dass irgendwas passiert, sondern du willst halt einfach nur bei der Party dabei sein oder nicht bei der Party dabei sein, sondern du findest es halt geil, wie aus nichts irgendwas entsteht und da willst du halt Teil davon sein. Und dann wirst du halt da irgendwie, wenn es halt passiert, bist du halt dann irgendwie dabei oder es geht ja auch nicht dann irgendwie, dass irgendjemand in dir sagt, gut gemacht, sondern es passiert ja einfach. Du bist einfach dabei und dann fühlst du dich da halt irgendwie willkommen oder nicht? Aber sozusagen, es gibt ja noch das Kollektiv in Biesenthal, ne? Ja. Und vielleicht erzählst du mal dazu auch was sozusagen, wie unterstützt eigentlich der Kulturkosmos auch die Arbeit von Kollektiven? Oder, weil ihr betreibt ja zum Beispiel auch eine Bar und kannst du dazu mal was sagen? Ja, das ist bei uns jetzt, also es gibt zum Beispiel auch das JAM in Rostock, das ist wahrscheinlich da klassischer irgendwie. Also es gibt wirklich so Kollektive, die wirklich dann halt in diesem Betrieb, beziehungsweise die eigentlich mehr oder weniger das Jahr über ehrenamtlich sind und dann halt im Kulturkosmos-Betrieb, also in der Fusion-Betrieb, dann halt in irgendeiner Weise auch einen Umsatz fahren können, der ihnen halt über das Jahr hilft. Biesenthal ist da jetzt was anderes, weil Biesenthal, also der Kutter ist nicht Biesenthal und Biesenthal ist nicht der Kutter, sondern es gibt, also man muss dazu sagen, Biesenthal ist in der Nähe von Berlin eine Gruppe von Leuten, die alle sehr viel mit Musik irgendwie am Hut haben und mit Partys machen oder Veranstaltungen veranstalten, Konzerte und so weiter und so fort.
Aber das ist nie, also bei uns sind auch Leute, die mit Veranstaltungen und Konzerten jetzt in dem Sinne nicht so viel am Hut haben. Deswegen ist es da jetzt nicht so, dass eins zu eins das, was die Fusion uns gebracht hat, dann in den Biesenthaler Kosmos eingeflossen ist. Also das ist zu trennen. Bei uns war es halt dann einfach so, dass wir natürlich dann halt irgendwie durch das, was wir dann irgendwie geben durften, halt dann auch was eingenommen haben, und dann haben wir uns halt irgendwie, was weiß ich, halt Zelte gekauft, die wir dann bei der nächsten Veranstaltung auch von Biesenthal wieder benutzt haben. Also so sind dann die Kreisläufe. Das ist aber, wie gesagt, bei anderen Crews, glaube ich, viel deutlicher als jetzt bei uns. Also da sind wirklich dann halt, ist diese 5-Tage-Festival, machen die dann, was weiß ich, die Toilettencrew oder so, die machen da halt dann einfach mit Deluxe-Toiletten, machen die halt dann einen Umsatz, und den stecken sie eins zu eins in das Projekt rein, das sie dann halt, und das finde ich halt dann auch extrem wertvoll. Also das ist ja eigentlich auch ja, das Gute. Vielleicht sogar daran anknüpfend, weil also es gibt ja sozusagen viele Vorurteile und vielleicht auch so ein bisschen manifeste Klischees, die es so gibt. Also vielleicht jetzt wirklich auch anknüpfend an die Frage Geld, weil Arbeit und Geld korrelieren ja auch ziemlich miteinander häufig. Vielleicht mal eine Frage an Line. Könntest du vielleicht mal beschreiben, sozusagen, was gibt's eigentlich an Vorurteilen und was hast du dem entgegenzusetzen? Hanna, woher soll ich die Vorurteile kennen? Nein, also zum Beispiel irgendwie der Kulturkosmos steckt sich irgendwie ganz viel Kohle eigentlich in die eigene Tasche und dann werden Kalkulationen aufgebaut, was hier alles eingenommen wird und dass das doch irgendwie gar nicht alles ausgegeben werden kann und so weiter. Also das schwirrt ja manchmal was im Raum. Ja gut, aber das sind Leute, die sich noch nie mit Festivalkosten beschäftigt haben. Also die nie sich damit beschäftigt haben, dass hier alleine, ich weiß nicht, wie viele Tausender für Mülltüten durchgehen. Also allein dieser Wahnsinn von diesem riesigen Festival, was die Kosten sind. Und dass wir uns davon nichts einstecken, sondern dass das wieder in die Fusion läuft, wieder in Projekte, wieder an die Gruppen, die mit uns zusammenarbeiten. Also dass da nichts privat wirtschaftlich erwirtschaftet wird von uns. Und gleichzeitig, also uns ist es so, wenn du eine Frage hast, fragst du, ne? Also, was wir so manchmal als so eine Spannung mitbekommen hatten, war halt so dieses, der Kulturkosmos beschäftigt ja eine Vielzahl mittlerweile an Festangestellten. Du bist ja darauf eingegangen, das ist übrigens Max. Hallo. Beschäftigt eine Vielzahl von Festangestellten, dann gibt es Leute, die ehrenamtlich mitmischen, dann gibt es Crews, die sozusagen für ihr Kollektiv vielleicht auch etwas in Häkchen erwirtschaften für einen gemeinnützigen Zweck. Und trotzdem stelle ich mir das eigentlich so vor, dass es auch irgendwie da natürlich Spannung gibt, wenn man irgendwie ein System hat, wo sozusagen einfach unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Erwerbsarbeitsrealitäten quasi unterwegs sind. Und wie geht ihr eigentlich mit diesen Spannungen um? Vielleicht mal Sarita. Mach du, ich bin also vielleicht sind es auch zu fundamentale Fragen. Ja, also die Frage ist zu unklar sozusagen mir. Also du musst die Frage viel klarer stellen. Oder habt ihr auch Vorurteile, wie der Kulturkosmos mit Geld umgeht und wie viel Ungerechtigkeit es gibt? Dann fragt eine gute Frage. Also das ist natürlich ein Riesenthema. Wir versuchen natürlich fair und gerecht zu sein, sind es wahrscheinlich nicht immer. Da ist eine Frage, dann stürme ich da mal hin. Wa? Also bei mir ist eigentlich genau die gegenteilige Frage. Ich denke mir so, 60.000 Leute ungefähr, 60.000 Tickets, jeder zahlt so grob einen Huni, 6 Millionen Euro, wie ihr damit überhaupt klarkommt. Also es ist, allein wenn ich mir denke, hier diese Müllsache, die ganzen Bühnen, die Technik, frage ich mich, also das hat sicherlich auch über die Jahre aufgebaut, dass man einfach immer ein bisschen mehr dazu holt, immer mehr hat. Aber ich finde es krass, dass ihr überhaupt damit klarkommt. Also, wie macht ihr das? Ja, ganz viel, also viele Künstler und viele Künstlerinnen und Crews, wie ja schon gesagt wurde, spielen auch für sehr wenig Geld oder ehrenamtlich oder spenden das Geld wieder. Das ist dann das, was manchmal für Leute vielleicht auch kritisch gesehen ist, dass über die Jahre viel gearbeitet wird und vielleicht zu wenig bezahlt wird. Aber dadurch kann es so günstig sein. Und die Technik mieten wir natürlich, aber
ganz, ganz viel dadurch, dass der Festivalpreis ist so niedrig, weil ganz viel ehrenamtlich und ja, günstig gearbeitet wird. Ja, danke an alle, an alle tausende Leute, die sich hier so beteiligen und da alles mit reingeben und engagieren. Haben wir noch eine Wortmeldung? Ja, das ist so ein stiller Applaus. So einfach Begeisterung ganz oben. Mich begeistert, dass ihr euch zeigt, auch in dem Film, mit welcher Transparenz ihr euch da zeigt. Dankeschön. Macht sehr Lust auf die nächsten Jahre. Danke. Hier vorne. Hallo. Ich fand die Frage nach den Spannungen eigentlich doch ziemlich interessant. Da steckt ja jetzt gar nicht drin, dass der Kuko sich jede Menge Geld einsteckt. Sondern wie ich die Frage verstanden habe, war eher, es gibt ungleiche Bezahlungssysteme auf individueller Ebene, auf Crew-Ebene, auf Dienstleistungsebene. Und also die Spannungen, würde ich sagen, sind für mein Empfinden auch da. Und ich fände es total schön, nochmal was darüber zu hören, was die Struktur, was Regeln dahinter sind und ob ihr die Spannungen gar nicht seht oder vielleicht doch. Das wäre eigentlich eine super Frage an Andrea, glaube ich. Ja, also es gibt die Spannungen und die sind aber einerseits durch die Infrastruktur bedingt. Also kannst gewisse Sachen nur mit Firmen machen, was Technik angeht und weiß ich nicht, so Sanitäres, du brauchst dafür Firmen. Trotzdem haben wir einen Haufen Gruppen, die sich dann auch weiterhin um diese Bereiche kümmern. Also wir versuchen da schon so die Spannung abzubauen, indem wir eine gute Mischung hinkriegen. Und also die Leute, der Großteil, also ich würde mal behaupten, so 90% der Leute, die hier arbeiten, machen das halt irgendwie für, naja, vielleicht 80%, vielleicht auch weniger. Machen das für einen bestimmten Tagesdeal oder für einen Gruppendeal, der dann halt direkt an die Crew zurückgeht und oder arbeiten halt auf einen personenbezogenen Deal, der halt so ein Tagessatz ist und dieser Tagessatz ist relativ niedrig und es ist immer auch so eine, also wir sind total froh, dass die Leute sich die Zeit nehmen und wir sind auch total froh, dass sich die Leute, die hier ehrenamtlich arbeiten, sei es für ein Projekt oder sei es für einen Eintritt wie die Supporter, dass die sich halt einfach diesem Spannungsverhältnis auch irgendwie stellen und halt eben nicht sagen so, ja, aber der kriegt doch irgendwie, der wird doch als Techniker mit einer fetteren Tagespauschale oder einem Stundenlohn bezahlt und ich aber nicht. Und das Projekt ist so groß und wir haben so eine fette Infrastruktur, es geht halt nicht anders. So, wenn, dann müssten wir halt, wenn das alles richtig kommerziell fahren würden und hier für alles eine Firma hätten, dann wird der, also ich meine, es ist, der Eintritt ist hier weniger als 5 Tage auf dem Campingplatz und du hast irgendwie 25 Bühnen. Und wenn wir das alles mit irgendwelchen fetten Firmen machen würden, dann könntest du halt irgendwie 400 Euro Eintritt bezahlen und dann wäre es richtig hammerschreckliches Publikum hier. Also, weiß nicht. Also, ich will auch noch was dazu sagen. Also die Spannung, die haben wir natürlich auch. Ich wollte damit auch nicht ausweichen. Ich finde nur, die Frage war so allgemein gehalten. Wir diskutieren darüber total viel. Soll man überhaupt Arbeit bezahlen? Wie kann man überhaupt Arbeit bezahlen? Eine Stunde Arbeit, ist die nicht bei jedem Menschen gleich viel wert? Sollten nicht alle das Gleiche kriegen? Was heißt das Gleiche? Dann versuchen wir wieder so gerechtere Systeme zu finden. Dadurch entstehen dann wieder Ungerechtigkeiten auf der anderen Seite. Vieles ist gewachsen. Absprachen sind älter, sind neuer. Bei jedem Mal versuchen wir wieder neue Lösungen zu finden. Also wir diskutieren darüber sehr viel und suchen so Lösungen, die aber, ja, also ganz sicher nicht perfekt sind und vielleicht besser werden, hoffentlich. Also das ist auf jeden Fall unser Ziel. So. Und darüber diskutieren wir sehr viel und haben natürlich auch sehr unterschiedliche Meinungen wiederum dazu. So. Darf ich vielleicht fragen, wie finden denn Entscheidungsfindungsprozesse dann eigentlich statt? Also
stimmt ihr ab im Vereinskontext oder wie läuft das? Also wir haben ein Plenum von 18 Leuten und wir treffen uns eigentlich fast jeden Monat, bis auf den Winter, da treffen wir uns so alle 2 Monate. Und dann machen wir so 2 Tage Plenum, einen Tag 6 Stunden, den nächsten Tag 12 oder so. Und dann besprechen wir Sachen. Also dann werden Entscheidungen getroffen, wofür geben wir Geld aus, womit sind wir nicht zufrieden. Das Geile, was ich finde, ist, dass wir schon in einer Gruppe auch gleichberechtigt entscheiden können. Und wenn eine Person sagt, so, ey, es will das aber nicht, aus den und den Gründen, dass wir es auch durchdiskutieren. Und wir haben hier einen Haufen Sachen bis auf den Grund diskutiert, so sei es der Zaun, der uns echt hart aufgefressen hat als Thema. Aber wir reden halt alle zusammen drüber und es ist manchmal ist die Gesprächskultur dann auch so, ich gehe lieber oder ich kann mir das nicht mehr anhören, aber eigentlich kriegen wir es immer ganz gut hin. Und dann treffen wir zusammen Entscheidungen. Aber wir stimmen nicht ab, ne? Nee, wir stimmen nicht ab. Mhm. Es war ja so, es gab ja jetzt letztes Jahr keine Fusion und es gab ja auch einen Grund dafür, dass es keine Fusion gab. Und mich würde interessieren, vielleicht mal Frage an Max, was glaubst du, ist in diesem Fusion-freien Jahr quasi gruppenintern passiert? Also wofür war das eigentlich da? Wie ist das dazu gekommen? Was für Diskussionen gab es vielleicht auch in dem Jahr? Weil es geht. Weil es geht. Weil es geht. Nicht zuletzt ist das ein Zeichen dafür zu sagen, all den Leuten, die sagen, na, euer kommerzialisiertes Festival, an dem ihr da alle dranhängt, das könnt ihr ja gar nicht ausfallen lassen und ihr müsst ja den Zaun drumherum bauen, um eure Einnahmen zu sichern und ihr schaut ja nur noch aufs Geld. Da ist eigentlich, das wäre dann so die von dir zitierten falschen Vorstellungen, falsche, die vielleicht kursieren. Und dann einfach zu sagen, nö, dieses Festival muss nicht jedes Jahr stattfinden. Das geht. Man kann das auch mal ausfallen lassen. Wir haben mittlerweile auch wieder Wortmeldungen aus dem Publikum. Ich sitze hier vorne, hallo. Warte, ich stehe mal auf, dann seht ihr mich. Hier. Ja, die Frage schließt sich dem an. Im Film war mehrfach die Frage der Expansion. Ich frage mich, woher der Druck kommt. Wie steht ihr dazu? Mehr Zuschauer oder wie soll sich das weiterentwickeln? Also vielleicht dann mal ein Statement dazu. Weil ich glaube nämlich, man muss nicht immer vergrößern. Das hat hier schon so einen hohen Standard, dass man vielleicht von dem erstmal so bleiben soll. Also ich persönlich muss nicht mehr haben. Es ist so viel Angebot hier. Insofern. Ja, wir haben ja schon seit einigen Jahren, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele unsere Besucherzahl begrenzt, weil wir einfach nicht mehr Platz haben. Also das heißt, es gibt eine Expansion an Bühnen, aber nicht an Gästen. Das ist natürlich was, was wir durchaus durchdenken sollen. Aber von daher ist die Expansion ist eigentlich beendet. Wir haben keinen Platz mehr, wir werden nicht größer werden, die Besucherzahl wird nicht größer werden. Der Schritt ist eigentlich schon passiert. Jetzt sind wir hier drüben. Seht ihr mich? Zu eurer Linken. Ich stehe auch mal auf. Ihr habt ja eben schon den Zaun angesprochen. Ich habe so das Gefühl, dass auf der Fusion immer mehr Sicherheitsmaßnahmen passieren. Also dieses, wenn das abgeschnitten wird, dann wird das gleich in den Müllsack geworfen und dann gibt es diesen Zaun seit ein paar Jahren. Vielleicht könnt ihr einfach noch mal was dazu sagen, warum, weil ich fände es halt irgendwie unsympathisch. Ich vermute aber, dass es einen Grund hat und dass ihr dazu noch mal was sagt. Gut, dass es immer Leute gibt, die sich irgendwie da auf das Gelände reinschmuggeln, das ist klar, aber das muss ja wohl ziemlich ausgeartet sein. Und was mich auch noch interessieren würde, das wurde gerade noch nicht beantwortet, was jetzt in diesem Jahr Pause passiert ist. Also wofür habt ihr euch die Zeit genommen? Was habt ihr gemacht? Ja, das wären so meine Fragen. Also ich kann mal kurz was zu den Sicherheitsmaßnahmen und dem Zaun sagen. Wie gesagt, das war eine sehr schwierige Entscheidung für uns, die uns sehr viel Bauchschmerzen gemacht hat, die wir nicht gerne getroffen haben. Aber für mich gab es einfach ein Jahr, ich weiß gar nicht, welches es war, wo der Platz massiv voll war, wo klar war, wenn hier Panik ausbricht, dann trampeln sich die Leute tot, es ist wirklich einfach nicht mehr sicher. Und das war für mich der Grund, das zu entscheiden, weil klar war, ich habe als Veranstalter eine Verantwortung für den Gast. Und wenn auf diesem Platz was passiert,
ist das für mich so unvorstellbar schrecklich, dass ich alles machen werde, dass das nicht passiert. Und wenn das heißt, wir müssen hier komische Detons ausgeben, dann ist das leider die Konsequenz. Und als wir den Zaun gebaut haben, war es tatsächlich im Jahr da drauf, es war massiv leer. Es waren bestimmt 10.000 Leute weniger auf dem Platz. Also es gab, es, wirklich, ich weiß nicht, wie sie über die Zäune gekommen sind, aber es müssen wirklich Tausende so reingegangen sein. Und das ist einfach ein Sicherheitsproblem. Jetzt nochmal zum fusionfreien Jahr, was ihr gemacht habt, war noch eine andere Frage. Also, warum haben wir eigentlich das fusionfreie Jahr gemacht? Also, wir wissen es auch, also, weil wir es konnten, wirklich, weil wir auch so, weil es ging gerade, weil wir keine Lust mehr hatten, weil wir Lust hatten auf eine Pause. Wir haben auch darüber lange diskutiert. Wir haben uns auch so eine Vorstellung gehabt, jetzt haben wir ein Jahr Zeit und jetzt können wir mal alles ändern und alles durchdenken und alle Probleme lösen. Haben wir aber nicht gemacht. Aber ja, also ich, so als Resümee würde ich schon sagen, also wir haben uns aber auch natürlich auch versucht auseinanderzusetzen miteinander in der Gruppe, mit unseren Strukturen, mit den Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit Plien, was machen wir Neues. Vielleicht habt ihr gesehen, ein paar Sachen haben sich auch geändert auf dem an den Bühnen, an der Gestaltung, vielleicht habt ihr es auch gemerkt, auch an der Organisation haben sich ein paar Sachen geändert, es wurden überall ein bisschen geschraubt, was man natürlich, oder was wir natürlich immer machen nach einer Fusion, gucken, wie können wir die nächste irgendwie anders organisieren, aber ich finde, es fühlt sich gut an, also ich finde, es hat was gebracht, aber... Ich wollte auch noch mal so als Halbaußenstehender auch dazu sagen, dass es extrem Spaß macht, weil also das war, kam ja auch gerade bei der Doku da raus, so Ordnung und Regelmäßigkeit, das ist ja auch der Tod jeder Kreativität, jedes Box irgendwie. Und wenn du weißt, jedes Jahr, seit 20 Jahren passiert irgendwie dieses Festival, auch wenn es geil ist, auch wenn es immer wieder Spaß macht, aber einfach auch da so diesen Mind irgendwie zu brechen und zu sagen so, nee, es muss nicht sein und du musst auch ohne dieses Festival deinen Spaß haben und klarkommen oder wie auch immer. Oder du kannst auch dein eigenes Festival machen, wenn du dann merkst, es ist nicht, sei selber kreativ, mache selber deinen Scheiß, verlass dich nicht auf andere und sei eigenverantwortlich. Wir sind mittlerweile hier drüben angekommen, zu eurer Linken. Hallo, ich bin Sebastian. Ich wollte mal eine Frage zu dem Supporter-System machen. Ich bin selber Supporter, bin jetzt schon das zweite Mal 10 Tage vorher da. Also erstmal auch Dankeschön, dass ich teilhaben darf. Mir macht das sehr viel Spaß. Und wie seid ihr mit dem Supporter-System zufrieden? Gibt es gute Resonanzen oder gibt es auch schlechte Antworten, die ihr nicht so gut findet? Das war, wie gesagt, danke nochmal, dass man da teilhaben darf als Supporter und dass man das so alles miterleben kann, was vorher ist. Also ich würde mich erstmal bei dir bedanken, dass du irgendwie deine Zeit dir nimmst, uns 10 Tage ehrenamtlich zu unterstützen für Verpflegung und Festivalticket. Also das ist eine zweischneidige Sache. So einerseits sind wir in dem System, so wie wir das fahren, total für das Projekt Fusion darauf angewiesen, dass es ehrenamtliche Mitarbeit gibt, auch in dem Rahmen. So, also was, das sind ja alles so Infrastruktursachen, Küche, Einlass, sonstige Geschichten, Bühnenwachen und so. Das ist, also es gibt natürlich Kritik, so, ne? Es gibt immer Kritik an Ehrenamt, es gibt immer die Frage, wie wiegt man das auf, wie kann man 10 Tage Arbeit, du hast jetzt da irgendwie jeden Tag 8 Stunden oder so in der Küche geschrubbt, ist auch voll geil. Ohne dich hätten hier auch viele Leute nichts zu essen gekriegt wahrscheinlich. Aber das, na klar, wie willst du es aufwiegen mit 110 Euro Eintrittspreis und irgendwie einer guten Zeit und einer Vollverpflegung. Aber das, wie willst du so ein Projekt überhaupt aufwiegen mit Geld? Und das ist halt, bitte? Es gibt schon Absagen, aber die Absagen sind halt, glaube ich, eher so, dass es kommen auch viele Leute einfach nicht zum Festival, so, ne? Also das Leben passiert halt und manche Leute kommen und dann wird Oma krank und dann kommen sie halt nicht, so, ist auch okay. Aber im Grunde genommen funktioniert es ziemlich gut und es war damals so, beim Arbeitsamt war das, du hast ja ein Ticket kaufen können über das Arbeitsamt
Und die Leute sind halt einfach nicht zu ihrer Schicht erschienen. Das waren so Einzelschichten und da war einfach die Verbindung halt auch nicht so stark, so dass man irgendwie gesagt hat, man bindet die Leute irgendwie ans Projekt, sondern es war schon so ein bisschen eher so dienstleistungsmäßig. Gehst da hin, reißt irgendwie eine Schicht ab und kriegst irgendwie ein bisschen Kohle. Und das war auch geil, als wir noch keinen Geldautomaten hatten, da sind die Leute auch schön lang gekommen und haben nochmal eine Schicht gearbeitet, um sich dann auch irgendwie ein bisschen was zu kaufen oder was weiß ich was. Aber jetzt ist es halt so, wir haben einen Haufen Geldautomaten, das Publikum hat sich geändert, die ziehen ihre Karte und holen sich das Geld, die sind auch nicht mehr darauf angewiesen, so, die sind halt darauf angewiesen, ein Ticket zu bekommen, was durch die Verlosung und alles sehr schwierig ist und das ganze Supporter, die Anmeldung und so, das läuft da alles schon im Oktober, November und wir versuchen halt einfach drauf zu bauen, dass die Leute Bock haben, irgendwie bei uns mitzumachen und wir erhoffen uns von dieser Sache halt auch, dass es irgendwie ein bisschen Crew-Nachwuchs gibt, weil die, es steigen ja auch immer wieder Leute aus und es kommen Leute dazu und vielleicht hast du die ganze Zeit den geilsten Nachtisch der Fusion gemacht und bis nächstes Jahr unser Chefkoch. Ja, mit dem Mecklenburger, ne? Mhm. Top. So, wir sind jetzt hier auf der rechten Seite zu euch zumindest angekommen, direkt vom Mischpult. Hallo, ich habe auch noch mal eine Frage zu dem ein Jahr Pause. Nämlich, hattet ihr das schon länger geplant, ein Jahr frei zu machen oder war das so, dass ihr irgendwann gemerkt habt, ihr braucht mal unbedingt einen Puffer? Ich muss leider los. Ja. Danke, danke. Länger geplant. Wir haben es angedacht. Es war nicht ganz klar, ob wir uns das finanziell leisten können, sozusagen. Und wir haben sozusagen angefangen, Geld zurückzulegen. Aber wie gesagt, es war eher eine Idee, die sich dann realisieren ließ. 2 Jahre, oder was? Ja, ich glaube, 2 Jahre haben wir das, glaube ich, vorbereitet, sozusagen. Rhythmus und Bewegung. Ich bin mittlerweile auf der anderen Seite des Zelts wieder angekommen, und zwar hier hinten. Hallo. Hi, ich habe mich nur gefragt, wie stehen gerade so die Zeichen, ob es nächstes Jahr wohl auch wieder eine Fusion geben wird? Und noch eine zweite kleine andere Frage, auf welche Weise kann man sich bei euch noch einbringen? Vielleicht. Oh nein, jetzt sind wir alleine. Wer weiß, ich meine, jetzt ist ja noch Fusion. Genau, einfach mal feiern gehen. Und einbringen ist natürlich das Supporter-System. Also als Supporter sich einzubringen ist super, weil das ist irgendwie eine Möglichkeit, sich einzubringen, das Projekt kennenzulernen. Ja, ja und auch, also es gibt eigentlich schon ziemlich viele Wege, auch Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel die ganz normale E-Mail-Adresse, die wird auch wirklich beantwortet und da wird sich auch wirklich über die E-Mails viele Gedanken gemacht. Oder, also, je nachdem, wie du dich einbringen willst. Nein, auch andere Sachen. Also, ich will einfach, ja, einfach schreiben oder... Apropos Wege, ich hab's wieder auf die andere Seite des Zeltes geschafft. Ja, also meine Frage ist so ein bisschen auch in diese Kommerzrichtung. Allerdings glaube ich nicht, dass der vielleicht auch von euch kommt, sondern vielleicht auch vom Spirit der Gäste oder wenn ihr sagt, ihr macht in der oder ihr habt in der vergangenen Zeit mehr Bühnen aufgebaut, dann gibt es ja immer mehr Orte, wo ich sozusagen frontal irgendwie beschallt werde und weniger Platz für Interpersonalität da ist vielleicht. Also einerseits vielleicht die Frage deswegen an euch, habt ihr so ein Gefühl von, okay, es wird also die Grenze zwischen Veranstalterinnen oder Artists und Publikum wird stärker und zweitens, ja, wenn ihr den habt, ja, woher kommt das, wenn das da ist? Soll ich was dazu sagen? Oder? Also ich habe das, also in meiner Empfindung, es ist ja auch immer schwierig, solche Bewegungen und Entwicklungen genau zu erfassen oder ne, festzulegen. In meiner Empfindung gab es das mal so vor 5, 6, 7 Jahren, dass es ganz toll wurde, dass viel mehr Konsumhaltung bei den Gästen da war und viel mehr wir sozusagen Dienstleisterinnen waren und
ist mehr so ein hier, wir wollen jetzt aber hier Bescheid werden und wir stellen uns alle in Reihen vor die DJ. Und ja, also das ist dieser Konsum, wir kommen hierher, wir wollen was haben, gibt uns das, dass das ganz stark geworden ist und auch dadurch die Trennung im Gegensatz zum Anfang von der Fusion viel stärker war, wo ich die Gäste immer noch also als hundertprozentig gestaltendes Element mitempfunden habe. Und ich finde, es ist jetzt wieder viel besser geworden in meiner Wahrnehmung. Und es gibt viel mehr Bewegung auch von Gästen oder von, also dass ich die Gäste schon auch als große Crew empfinde. Und das ist immer auch natürlich so eine Art Ziel oder immer ein Versuch, aber das ist halt nicht eine Sache, die du von oben vom Reißbrett entscheiden kannst, sondern das sind tausende von Schrauben, die jede Minute sich wieder, kann man da ein bisschen dran schrauben und diese ganzen kleinen Floors, die hier entstehen und wo die Leute mitmachen oder Sachen machen. Also ich finde, es ist für die Größe vom Festival also geradezu zufriedenstellend. Also es kann immer noch besser sein und jeder und du selber, also das ist nichts, was einfach so passiert, weil wir sind so gewohnt, immer zu konsumieren, sind in so einer Konsumgesellschaft oder zu liefern auch. Ne? Das muss, es ist mit jeder Crew, die kommt an und sagt, ich will das, ich will das, ich will das. Und wir sagen, Alter, organisiert euch mal selber so, ne? Aber wie kommt man da hin? So, ne? Und das ist mit jedem, also das ist auf jeden Fall immer ein Ziel. Ich finde aber, ich bin aber mit der, also ich persönlich finde, es läuft ganz okay. Apropos Laufen, ich bin mittlerweile auf der anderen Seite angekommen wieder hier. Und hier bleibe ich aber, wir haben hier drei Wortmeldungen. Hi, also erstmal vielen Dank auf jeden Fall, dass das alles organisiert wird. Und die Frage, die sich sozusagen mir gestellt hat, auch bei dem Film, die noch nicht beantwortet ist, sozusagen die nach, wo hört Ehrenamt auf, wo fängt sozusagen bezahlte Arbeit an? Also sozusagen auch als sie eine Person, die schon mal irgendwie in der Crew an der Bar gearbeitet hat, sozusagen ein kleines Rädchen war, habe ich immer mitgekriegt, da gibt es sozusagen auch so Rangfolgen, dann gibt es Leute, die, also da gibt es so ein Battle zwischen, wer ist jetzt Backstage, wer hat welche Zugänge, wer kriegt welche Kohle für was und irgendwie, klar, also super schwierig sozusagen dann auch festzulegen, wer kriegt jetzt Geld für welche Tätigkeit. Und wie setzt ihr euch damit auseinander, beziehungsweise wer von euch kriegt vielleicht Geld für das, was ihr tut, was ja auch okay ist, Geld zu bekommen für bestimmte Formen von Arbeiten. Und also was für Diskussionen gibt es da bei euch genau über das Thema, würde mich interessieren. Ja, also viele verschiedene Diskussionen, ja. Also, kriegst du Geld für das, was du machst? Also, so meine Arbeit, wenn ich das mal so aus den ersten Jahren für den Kalkutta, also da war ich halt so der Papa von dem ganzen Laden, da habe ich, glaube ich, irgendwie so 2 Monate vor der Fusion angefangen, irgendwie jeden Tag da einfach organisieren, also da war dann wirklich alles dabei, Kühlschränke besorgen, weiß der Kuckuck was. Das sind auch keine Arbeiten, wo du dann sagst, ja, yeah, habe ich einen geilen Tag gehabt. Ne? Also es ist irgendwie, und dann irgendwie bin ich da rausgekommen, da würdest du dir einen Vogel zeigen, oder du würdest wahrscheinlich mir einen Vogel zeigen am Ende. Also weißt du, also es war quasi ehrenamtlich, weil, und so gibt es da auch viele und der Punkt ist ja dann der, also wie soll ich sagen, natürlich irgendwie, wenn du dann in diesem ganzen Treiben bist, wenn du dann nur das Festival siehst, dann ist natürlich irgendwie, versuchen alle Leute dann auch irgendwie Teil zu sein und manche definieren es dann darüber, welches Pensel habe ich oder was darf ich oder wer bin ich oder so. Und das ist nur menschlich, also da würde ich jetzt auch nicht, das ist aber nicht eine Sache von der Fusion, das ist ja eine Sache von uns, also da stellst du eigentlich den Falschen die Frage, weißt du, weil das ist ja nichts von oben irgendwie vorgeschriebenes, das ist irgendwie, wie gehen wir selber mit diesem ganzen Thema einfach um? Ja, aber was willst du denn von oben alles irgendwie geregelt haben? Das kannst du nicht von oben regeln. Also das ist natürlich, du kannst einen Rahmen schaffen und versuchen, so weit wie möglich irgendein totales Durchdrehen zu verhindern, indem du sagst, so ey, grundsätzlich mal gibt es hier keine krassen Bezahlungen. Aber dass du dann irgendwie im Rahmen irgendwie, du kannst es nicht jedem recht machen und dann macht jeder noch sein eigenes Pärchen raus. Also mir fällt doch was ein, was ich dazu sagen kann. Also einmal...
Einmal super. Haben wir eben, das hat Andrea ja auch gesagt, diesen Tagessatz von während des Festivals 75 Euro pro Tag. Und wenn du jetzt einen Monat voll arbeitest, dann kriegst du ungefähr 1500 Euro und das kriegen wir vom Plenum, genauso wie jede Leute, die hier sozusagen in den ganzen infrastrukturellen Sachen arbeiten, wie jetzt sagen wir mal Botschaft oder da so, das gibt diesen festen Tagessatz, Küche, Strom, Wasser, alle. Ne? Dann gibt es diese Projekte, die sozusagen so ein für ihr Projekt arbeiten, die machen das dann zum Teil nicht nach diesem Tagessatz, sondern eher nach Stunden, wie viele Stunden wird gearbeitet, zum Beispiel die ganze Müllcrew, die sind 250 Leute, sind fünf verschiedene große Gruppen, die gehen dann alle mit einer bestimmten Anzahl an Geld raus und stecken das dann in ihr Projekt. Dann gibt es die ganzen Floors, die arbeiten sozusagen auf eigene Tasche, so wie jetzt der Kalkutta, machen ihre Bar, geben davon wiederum was ab, so dass sie auch einen Gewinn haben, bezahlen sich zum Teil ihre Barleute, zum Teil auch nicht. Jede Gruppe ist da einzeln organisiert und hat eine eigene Entscheidung und deshalb auch unterschiedliche Dinge, die sie dann wieder an uns bezahlen. Wenn es mehr Leute sind, die ehrenamtlich arbeiten oder die ein Projekt haben, dann zahlen sie weniger an uns, also sozusagen von ihrem Umsatz. Wenn sie mehr so hedonistisch in eigene Tasche arbeiten wie Kalkutta, dann zahlen Sie mehr an uns oder wie Mensch Meier oder so. Also, nee, oder da muss ich dann aber nachher nochmal kurz reingrätschen. Nee, und so versuchen wir halt, ne, das ist halt eben, es gibt irgendwie nicht so eine richtige Gerechtigkeit. Nee, aber ihr zahlt halt, ja, so dann, und dann gibt es eben dann noch diese Fremdfirmen, die zum Teil auch mehr verdienen oder ne, von den Technikfirmen oder irgendein DJ. Also es gibt so die Sache, ja, ein DJ, der spielt allerhöchstens 250 Euro und davon gibt es dann großen Teil, die spenden das an einen Förderfonds. Und dann gibt es aber da irgendwo einen anderen DJ, der kommt von weiß ich woher und kriegt dann auf einmal doch 1000 Euro. Und da wird auch gerungen und organisiert und diskutiert. Und dann gibt es wieder ganz viele, die spielen für nichts. Und es gibt irgendwie in diesem ganzen Scheißsystem keine Gerechtigkeit. Dann gibt es irgendwie die Frage... Backstages, komm, wir machen einfach nur eine Zahl. Gibt gar keine verschiedenen Bändchen. Ja, das sind wir beide jetzt so, ne, dafür. Aber wir sind leider machen die anderen nicht, was wir ihnen sagen, sondern haben auch ihren eigenen Kopf. So, ne? Unser eigenes Plenum ist sehr divers. Jeder, der arbeitet, jede Crew ist eigen. Also, ne, und da so, wir suchen Wege, aber... Ich stimme Lenny ein bisschen zu. Es liegt auch viel an den Crews, auch dass sie diese Privilegien weitergeben. Da passieren zum Teil Sachen, die kannst du dir gar nicht vorstellen in manchen Gruppen. Also ja, du darfst mitmachen und du darfst hier einmal arbeiten für mich oder so. Ich bin aber wichtiger. Aber es liegt natürlich auch an uns. Es ist auch in uns natürlich diese ganze Hierarchisierung und sich cool fühlen oder besser fühlen oder Privilegien haben. Wie geht man mit Privilegien um? Wie verteilt man überhaupt Dinge? Wir haben total viele Ressourcen, die verteilen wir. Voll das krasse Thema. Also ist auf jeden Fall so. Right. All of a sudden I ended up in the first row next to Mike. Therefore, the mic to Mike. Hi. There's this concept that I've read about called real utopias, where like, you know, which looks at like what are real existing things which happen, which are really concrete. And fusion seems to me as a really good example of what I would call a real utopia, of something in practice. And so my question is, I'm not sure how many years fusion's been going, but obviously there's a lot of people have come through this festival in one way or another. And what do you think the impact of that has been on more mainstream German society? In terms, do you feel that that fusion has had, I don't know, made people go away and create more things outside of the festival, or you know, is there more potential that's come from it? We three are not sure if you got you right, but. If I can, I hope that I get some point of it. And you can't tell the effect that fusion had, but you should imagine what society would like without fusion. And you can't tell that, but I'm happy that fusion exists. I'm really happy. I'm it's one of the best things that society can have. And there's a lot of thinking. You exactly that year, talking about it, there was one guy, Felix, who was the guy who was like talking a lot about like how the human mind is working, and
some guys like that running around there, and they are all talking like 5 days of the festival, or 15 days or 20 days they are here, and that's good. That's good. That's good brain food. Könnt ihr noch? Dann machen wir nämlich hier direkt weiter. Ich bin zu eurer Linken hier vorne. Hallo? Direkt hier. Ihr könnt noch, ne? Ich habe eine Frage, auch wenn ihr es wahrscheinlich nicht mehr hören könnt. Es betrifft die Hierarchien und Hierarchisierung. Und zwar abseits vom Fusion-Festival. Also es betrifft den Kulturkosmos. Manchmal habe ich so das Gefühl, wenn man so auf dem Platz ist, bei anderen Sachen, was weiß ich, Theatercamp oder so, es zentriert sich vieles in bestimmten Personen. Deswegen wollte ich wissen, wie ist die Entscheidungsstruktur außerhalb des Fusions-, also innerhalb des Kulturkosmos und zwischen den Leuten, die hier auf dem Platz wohnen? Gibt es da einen Häuptling? Ein König oder ist das, läuft das basisdemokratisch ab? Gibt es da gewisse Aufgabengebiete, die von einzelnen Personen abgedeckt werden? Ja, also es ist ein Verein, der einen Vorstand hat. Es sind 4 Leute, waren vorher 2, oder? Ja, also es gibt wer viel Macht hat, auch viel Macht. Also es gibt nicht nur eine Person, die alles entscheidet. Es verändert sich auch immer ein bisschen. Es gibt einen Alpha-Mann, der viel Macht und auch viel Macht hat, aber es wird viel diskutiert. Also viele Entscheidungen treffen sich über Diskussionen oder also Engagement. Ne? Wenn du dich wohinter klemmst, wenn du wirklich mitdenkst, wenn du wirklich die Sachen machst, wenn du auch bereit bist, Kritik anzuhören von verschiedenen Richtungen, also dann kannst du auch Sachen gestalten, musst dich aber natürlich auch rechtfertigen voreinander, also vor der Gruppe, vor der Öffentlichkeit auch noch, aber jetzt mal nur innerhalb von unserer Gruppe. Es ist ziemlich lose, also es geht viel darum, wenn du was machst und bereit bist, auch Kritik dir anzuhören, dann kannst du auch ziemlich gut mitgestalten, würde ich mal so sagen. Wir haben mal über den Begriff Heterarchie länger geredet, im Gegensatz zu Hierarchie, wo verschiedene Bereiche immer dann übernehmen, wenn sie gerade wirklich gebraucht werden, so ein bisschen wie im Gehirn, wo ja auch nicht ein Bereich über den anderen steht, aber in einem Moment eben doch, wenn ich jetzt spreche, das ist mein Sprachzentrum, was weiß ich, ne? Wenn ich so Entscheidungen treffen muss, je nachdem. So finde ich schon, dass es zum Teil auch läuft. Wir sind nicht basisdemokratisch, weil wir nicht abstimmen. Wir suchen Konsens, der nicht nur in einem Moment getroffen wird und dann umgesetzt wird, weil wir alle sehr eigensinnig sind und Entscheidungen nicht unbedingt umsetzen, wenn wir nicht hinter ihnen stehen. Auch die anderen, die mitarbeiten, auch die Angestellten, die hier im Platz sind, sind oft sehr widerständig und widerspenstig. Also es gibt keine Befehlsempfänger. Das macht manchmal auch schwierig, wenn wir eine Entscheidung treffen, die wir gut finden, die wird dann auch nicht unbedingt umgesetzt. Also das kommt auch noch dazu. Also wann wird eigentlich die Entscheidung wirklich getroffen? Am Tisch oder beim Handeln? Und deshalb ist es schon auch ein Organismus, würde ich sagen, so. Und es hat auch viel, also wer, ja. Oder? Ja, ich würde auch sagen, natürlich gibt es diese Hierarchien und wir sind uns dessen bewusst und sind aber seit, also es ist einfach ein Prozess, wir sind seit Jahren dabei, mit diesen Hierarchien zu arbeiten und uns das anzugucken und versuchen, das zu ändern. Aber natürlich sind wir nicht an einem, wie niemand, an einem perfekten Punkt, sondern es ist einfach was, was uns total beschäftigt. Ja. Punkt 21 Uhr, ich bin hier in der Mitte des Zeltes angekommen. Eine Wortmeldung haben wir noch, die nehmen wir noch dran, oder? Ja, ich wollte eigentlich auch nur eine kleine Wortmeldung machen, also erstmal Respekt vor dem, was ihr hier geleistet habt in der ganzen Zeit. Wir haben schon sehr viele schöne Feste gefeiert und ich finde, dass sich die Fusion cool entwickelt hat, andere Wege geht und man sich hier immer frei fühlt und alles Gutes. Also ich würde mal sagen, weiter so. Jo.
auch nochmal Danke von uns, muss ich sagen, für die Offenheit, weil wir auch ein ganz schön nerviges Filmteam zum Teil waren. Und danke nochmal. Und widerspenstig auch. danke für die Offenheit. Und und auch nochmal vielen Dank auch an all die, die jetzt in dem Film nicht gelandet sind. Es gibt ja immer so diesen blöden Spruch, kill your darlings im Schnittprozess. Es gibt ganz viele Leute, die wir begleitet haben und die nicht im Film sind. Also auch an dieser Stelle nochmal danke an die. Und jo. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank auch. Danke. Ja, vielen Dank auch an dich, Johanna, und die ganze Doku-Crew, dass ihr so viele Jahre durchgehalten habt und weiter durchhaltet und immer wieder jetzt schon der dritte Film rausgekommen ist. Und ja, Dankeschön.